Herzlich willkommen zurück zu Dinkum. So, wir sind am nächsten Tag, gehen erstmal raus. Jetzt müsste doch unser guter John, wir haben zumindest Post im Briefkasten, fertig sein. Sieht nicht so aus. Ich guck sofort mal. Ich hab gedacht, John wäre jetzt fertig. Unser verkauftes Tier. 9600 gibt es Kroko. Sehr schön. Wir haben ja ein Tier in der Falle angefangen und verschickt. Sehr schön. Das ist... Wir kriegen unsere Falle wieder. Alles klar. Das ist sehr schön. Da können wir ja gleich neue Tiere einfangen. Na, da könnten wir ja reintreten, wenn wir mehrere Fallen hätten, wenn sie nicht so teuer werden. Auch neue Tiere einfangen. Aber wir gucken jetzt erstmal hier. Weil wir müssen das hier ja noch abbezahlen. Denn der ist tatsächlich noch nicht fertig, denn... Die bauen, ja, aber scheint eine Weile zu dauern. Okay. Hier ist nicht schlimm, hier ist nicht schlimm. Ich will jetzt einmal kurz... Wo ist es denn? Hier. Hierhin. Genau, und zwar will ich die Building-Lizenz haben, damit wir wirklich so langsam auch vorankommen. Blablabla. So, Lizenz. Dann zeug ich mal her. Wir brauchen hier nicht die Building, die Balding oder... Oh, heißt ja Building. Genau. Die da, 250, die können wir uns ja wohl leisten, oder? Building-Lizenz, Level 1. Gibt's da noch bessere? Eine Brücke. Noch eine Brücke. Noch mehr Brücken. Ich will nicht so viele Brücken, ich will Häuser. Eine Steinbrücke. Okay. Gibt's da noch mehr? Mal kurz was gucken. Fischen-Lizenz, Fischen ist nicht so wichtig. Landscaping-Lizenz. Wege und sowas. Und hier, Building-Lizenz Teil 2. Die ist aber teuer. Aber wir brauchen aber auch Wege und sowas. Okay, wir müssen definitiv mehr aufkommen. Wir brauchen die Punkte. Nehmen wir erstmal die Landscaping. Steinfahrt. Steintreppen. Zementfahrt, alles klar. Zementreppen und Palmwood-Wege. Palmwood-Treppen. Gummiholzwege, Gummiholz. Ne, Hartwolf-Wege, alles klar. Gut, wir müssen. Was ist denn überhaupt die Tagesaufgabe heute? Da müssen wir jetzt mal ganz kurz einen Job erledigen. Zwei Früchte kochen. Oder. Vier Käfer verkaufen. Alles klar, das kriegen wir noch hin, oder? Obwohl ich mal ganz kurz was googeln will. Erstens fangen wir gleich noch ein Tier ein. Wir haben ja Zeit, warte mal. Und zweitens will ich jetzt mal ganz kurz googeln. Guck mal hier, die ganzen Wege. Ja, die Wege, Zäune, Brücken brauchen wir definitiv noch, aber eins nach dem anderen. Irgendwas wollte ich gerade googeln und jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil so viel auf einmal kam. Was wollte ich denn jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Genau, ich wollte gucken, was die Brücken kosten. Genau. Was haben wir denn hier überhaupt? Hardwood? Na gut, Hardwood haben wir jetzt nicht wirklich viel. Palmwood tut es ja auch für den Anfang, ne? Oder Gummiwood? Oder Stein? Was brauchen die Steinbrücke? Zementsäcke oder und Steine. Ich habe keine Ahnung, wo ich Zement herkriege. Gut, und die? Nägel und Gummiholzplanken. Gut, das kriegen wir hin. Aber wo kriegen wir, was brauchen wir nochmal für den Nägel? Ich glaube, Zinn war das. Bin mir aber nicht ganz sicher. Jo, gut, den müssen wir erstmal Zinn sammeln. Das geht wovor, wa? Dann geregeln wir. Guck mal hier, unsere Palmen wachsen auch langsam. Wo hatten wir denn nochmal Zinn? Das ist eine gute Frage. Ach ja, rennen kann man ja nicht. Na, mein Freund, bringst du Geld? Wahrscheinlich nicht, du bist zu klein. So, das war ja dieses Holz, was wir abgeholzt haben. Kann man den hier auch noch mit wegholzen? Ich weiß auch gar nicht, ob Bäume so nachwachsen. Wahrscheinlich nicht. Muss er wahrscheinlich selber pflanzen. Von alleine glaube ich nicht. Und mir wurde gesagt, dass dieser Boden, der hier so geriffelt ist, dass hier immer wieder neue Erze kommen. Auf dem glatten Boden hier nicht, aber auf diesem geriffelten. Oh, wen wir sehen, ne? Aktuell brauchen wir auf jeden Fall Zinn. Das haben wir hier ja schon. Dann nehmen wir ein bisschen was mit. Sehr schön, das reicht natürlich nicht. Wir brauchen ja 5 Stück für einen Barren. Und wir haben... Genau, 5 Stück. Ja gut, aber wir brauchen mehr als nur einen Barren. Also, das bringt uns so nichts. Kupfer brauchen wir aktuell nicht. Ist hier noch mehr? Jo, sehr schön. Und ein Schmetterling. Warte mal, bevor ich jetzt hier weiter klübbel, bevor er mir abhaut. Davon müssen wir ja auch noch 5 Stück verkaufen. Sehr schön. Den machen wir jetzt so, oder?
Shiny Stone. Ich brauche keine Shiny Stones. Ich weiß nicht mal, wofür die gut sind. Ich will sehen. Sehr schön. Wie viel haben wir jetzt? Falsche Taste, falsche Taste. 9 haben wir. Gut, 9. Ja, ich habe versucht mit der Tastenbelegung. Man kann zwar die Tastenbelegung umkehren in Steam, aber allerdings zeigt das Spiel dann trotzdem noch die alte Tastenbelegung ein und dann komme ich komplett durcheinander. Das ist ein bisschen schade, aber zumindest aktuell unterstützt Dinkum keinen Nintendo Switch Controller. Aber gut, es wird sich hoffentlich irgendwann nochmal geben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir noch irgendwo Zinn hier? Wir brauchen noch Zinn. Warum? Her? Na, wie gesagt, wir müssen DE verkaufen. Wunderbar. Den erstmal. Hier. Das kriegen wir schon hin. Wie gesagt, Zinn haben wir jetzt definitiv erstmal genug, wenn wir die hier abgebaut haben. Dann können wir uns erstmal einen Nagel machen. Ich will eine Brücke bauen. Danach kümmern wir uns um die Wege und so. Dass wir wirklich anständig mal so langsam was aufgebaut kriegen. Oder besser gesagt, ich baue erstmal die Wege, bevor ich die Brücke baue. Weil ich ja noch gar nicht genau weiß, wo die Brücke hin soll. Ne? So, auf jeden Fall haben wir jetzt 18. Naja, würde ich vielleicht noch 2 hinkriegen. Dann könnten wir uns 4 Barren machen. Ne? Ich sehe bloß gerade nichts mehr. An Zinn. Hier, yeah, das ist dieses komische Kristallzeugs. Ne? Meine Energie ist aber auch so ziemlich am Ende. Wir hätten aber noch einmal. Sollten wir uns vielleicht mal reindrücken. So. Das ist aber kein Zinn hier. Das ist irgendwo noch Zinn. Komm, einmal Zinn brauche ich noch. Bitte tu mir den Gefallen. Einmal noch. Ist das Zinn? So, alles dieses Kristallzeugs. Das brauche ich nicht. Zinn, Zinn. Das gute, wertvolle Zinn. Wo finde ich Zinn? Ah, Mangrovenholz. Hier können wir auch mal mitnehmen. Auch wenn wir davon aktuell genug haben. Irgendwo wird davon auch Zinn rumstehen, oder? Komm, tu mir den Gefallen. Irgendwo, bevor es Nacht wird. Hm? Dankeschön. Alles Geld, alles Geld. Ich sehe keinen Zinn mehr. Verdammt. Tada. Auch nicht, ne? Das ist dieses Kristallzeug, das sieht man da dran, dass es immer so leicht transparent ist, auch wenn es schwer zu erkennen ist, aber ist halt so. Und hier auch. Auch. Das macht ja Geräusche, das ist kein Geruch. Absolut kein Zinn mehr hier, ne? Aber hier steht so viel, hier muss dann irgendwo Zinn sein. Das nett. Alles das Kristallzeug, ne? Hier ist denn, hier ist denn. Siehst du mal. Meine ich doch. Wollte ich ja nur noch einmal. Dann können wir den daneben auch mitnehmen. Dann können wir zumindest schon mal 4 Barren machen. Aber sonst kommen wir hier ja auch nicht voran. So, keine Sorgen. Hau richtig hin, mein Freund. Und das soll ja wieder kommen auf diesen geriffelten Boden. Bin ich mal gespannt. So, jetzt haben wir das Problem. Ich habe mein Zuhause irgendwie eigentlich markiert. Zeige ich da trotzdem nicht an. Mein Zuhause ist hier. Falsche Taste. So, warte mal. Hier ist mein Zuhause. Geht anscheinend wieder raus, wenn man sich ausloggt, oder? Okay. Jetzt zeige ich es an. Sehr schön. Blim, 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 blim. Das war Laufen, vermute ich mal. Juhu. Danke. Wir müssen gleich die nächste Lizenz kaufen. Da kommt doch Freude auf. Aber jetzt müssen wir trotzdem erstmal nach Hause jumpen, leider. Wir brauchen ein Fahrzeug, was uns, glaube ich, allerdings bringt bei dem Dschungel. Wir müssen erstmal Wege und Straßen bauen. Ein Gubbel-Gubbel rennt da auch rum. Juhut, juhut. So, warte mal, den kannst du gleich, mein Freund. Den kannst du gleich. Warte mal. Einmal runter. Hier, falle erstmal nach oben. Das erstmal nach oben. Das erstmal nach oben. Wir brauchen hier. Sehr schön. Gleich reinhauen. Da auch. So, wir brauchen nochmal das Netz. Wunderbar.
Dann gehen wir einmal kurz zur Oma und holen uns die Lizenz, damit wir hier nicht mal anständig anfangen können. So, Oma, dann gib mal her. Genau. Ja, ja. Und zwar, wo war sie jetzt? Landscaping gibt es auch noch eine zweite. Ich will aber erstmal die zweite Building-Lizenz. Die können wir uns jetzt leisten. Genau, eine Windmühle brauchen wir nicht. Was, das war alles? Weiß nicht, wofür die gut ist, aber gut. Wir gönnen auf jeden Fall. Gut, das macht er ja. Ich muss mal was gucken. Was brauche ich für die Wege? Erstmal müssen wir die Wege machen. Ich möchte hier schon anständige, vernünftige Steinwege haben, damit es nicht so nach... Ah, die... Das ist aber Gummiholzwege. Ich möchte schon anständige Steinwege haben, damit es ja nicht so ein bisschen nach hier, Ja, wie soll man das sagen? So Pampa aussieht, das soll schon ein bisschen zivilisiert aussehen. Aber den normalen... Ich glaube, da brauchen wir Zement für, ne? Ne, nur Steine. Die könnten wir machen. Da holen wir mal 8 Stück raus. Und Steine kriegen wir doch hin, oder? Bevor wir das aber machen, gehen wir gleich mal kurz zu John und packen hier nochmal nach. So, darin. Und darin. Sehr schön. Den, weil ich muss meine Metalle erkriegen. Der kann nach oben. Der kann nach oben. Der kann nach oben. Hier noch einmal. Danke, danke. Ja, wir brauchen auch dringend wieder Punkte. Wir haben ja alles ausgegeben. So, John, weil der macht ja mal Feierabend so früh. Um 16 Uhr, glaube ich, wenn ich so... Das ist ein fauler Sack, ist das. So, mein Freund. Ich verkaufe nicht alles. Ein paar Sachen wollen wir noch selber. Aber du kriegst das, das. Eigentlich nur die Kiefer. Bitte, was ist dort da? Grassseeds, die behalten wir mal. Feder behalten wir auch mal. Ein paar Kacke sowieso. Das war's schon? Das war's schon. Gut. Na, immerhin 2850. Siehst du mal, ist auch schon besser als nix. Und war auch eine der Aufgaben, ne? Yo. Ich weiß, Obst grillen und Aufgabe. Kacke! So. Aber das soll uns jetzt egal sein. Wir brauchen jetzt Steine, die können wir uns hier vorne holen. Weil ich will ja so langsam mal mit dem Bauen beginnen. Sonst kommen wir hier nie voran. Das andere kann man ja später immer noch machen. Wir kriegen zwar jetzt nicht allzu viel Steine, weil wir nicht allzu viel Energie haben. Aber gut, ich glaube, das ist halb so schlimm. Tag ist eh halb rum. Aber ein bisschen was essen müssen wir trotzdem gleich, sonst können wir uns nicht mehr bewegen. Oha. Sollte ich aber definitiv nicht mehr raufhauen. Schon sehr, sehr kriminell. Ich weiß nicht, ob ich noch essen. Ich glaube nicht. In der Kiste? Nee, ne? Ah, jetzt ein Tier angreifen wäre aber eine ganz schlechte Idee, ehrlich gesagt. Gibt es hier vielleicht irgendwo Früchte, die man essen kann? Bananas oder so. Ja, zum Beispiel hier. Ich weiß nicht, ob man Bananas grillen kann. Können wir mal ausprobieren. So eine schöne Grillbanana. Vielleicht geht das ja. Aber wenn wir jetzt irgendwas angreifen oder raufhauen, dann liegen wir wahrscheinlich flach. Oh, geht. Sehr schön. War sogar eine der Tagesaufgaben. Wunderbar. Heiße Früchte. Dankeschön. Danke. Hier auch einmal. Danke. Kannst du auch gleich reindrücken, mein Freund. So, das ist sehr schön. So, die kannst du auch einsammeln. Mehr können wir eh nicht reinmachen gerade. Jetzt machen wir uns erstmal Wege. Das ist wichtig. So, einmal hier hin. Die guten Steinbricks. Genau die wollte ich haben. Wir brauchen eben ein paar Stück. Wunderbar, die hätten wir. 32 Stück. Ich meine, das reicht nicht. Das reicht bei weitem nicht. Der Weg soll hier quasi so vorbei. Beigehen. Da muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie man den benutzt. Einfach so hier jetzt hinklatschen? Ja. So, ich werde ihn wahrscheinlich 3 breit machen. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht mache ich dahinter auch noch so eine Bordsteinkante oder so. Ich möchte, weil es das hier so ein bisschen Stück für Stück. Das geht ja nicht mal symmetrisch ran. Ah, müssen wir so machen. Okay.
Der Baum muss dann natürlich gleich weg, das ist klar. Und hier soll es dann halt weitergehen. Klar, man kann Treppen und so bauen, allerdings wäre das in dem Fall besser, das hier wegzubuddeln. Wo eins nach dem anderen? Ich glaube, ich mache auch erstmal die Richtung. Das ist zu dicht dran. Ich wollte eigentlich, dass es ein bisschen Abstand hat. Kann man die wieder aufsammeln irgendwie? Das müsste so. Wie kriege ich den wieder weg? Mit der Spitzhacke oder? Ich weiß es nicht. Ja. Genau. Das soll hier ja später weitergehen. Ich wollte nur, dass hier so ein Stück rangeht. Und da will ich selber... Ich muss hier mal kurz... Wir haben nicht viel Energie, aber ich muss hier mal ganz kurz den Baum wegfällen. Der ist hier dezent im Weg. Das geht so nicht. Der lässt ja nicht mal was fallen, der Baum. So, das müsste hier quasi weitergehen. Ich mache erstmal einen Dreierweg. Kann sein, dass es nochmal umgebaut wird. Der Weg ist mir noch zu langweilig. So, aber hier soll es ja quasi später weitergehen. Aber hier, das werde ich wahrscheinlich auch wegbuddeln müssen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben einen leichten Energiemangel. Und hier, das müsste auch weg, genau. Ich will hier später so Gras mit Blümchen und so. Ein bisschen dekomäßig. So, ja, ein bisschen aufpassen. Das muss hier natürlich weiter. Das Problem ist, dass ich diese dämliche Erde immer irgendwo hinschaufeln muss. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Da erstmal hin. Müsste hier quasi komplett weg, damit es gut aussieht. Ich versuche das Ganze so ein bisschen natürlich zu halten. Hier liegen Grasseeds rum. Ah, ich kriege das so nicht weg, sonst schaufel ich das da rauf. Das will ich ja auch nicht. So, der müsste weg. Da muss ich halt ein bisschen auf die Energie achten. Der kommt denn jetzt erstmal hier hin. Wunderbar. Wir bräuchten sowas wie einen Bagger. Keine Ahnung, ob es hier einen Bagger gibt. Es gibt ja Fahrzeuge, aber ob da ein Bagger bei ist, weiß ich nicht. Kacke, die muss mit. So, Kacke ist immer gut. Du kommst mit. Sehr schön, dass wir hier wirklich eine vernünftige Fläche haben. Du kommst erstmal dahin. Mache ich wieder Feierabend hier, ne? Natürlich. Umi flüchtet wieder von ihrer Arbeit. So, du kommst dahin. Der muss noch weg. Ja. Ja, bloß wohin, ne? Bloß wohin. Den kann ich erstmal hier hinstellen. Was passiert, wenn ich die Erde unterm Baum wegbuddel? Geht nicht, ne? Nö. So, der kommt erstmal da hin. Den machen wir erstmal den weg. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Den muss jetzt, wir könnten es kaum noch bewegen. Das war aber vorauszusehen. Der Baum muss weg. Oha. Nicht gesund. Wir brauchen was zu essen, sonst kriegen wir den Baum da nicht weg. Ach, furchtbar. Wo kriegen wir jetzt Essen her, Mensch? Wir haben schon alles weggesammelt. Essen, 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 Essen. Wir brauchen Essen. Wir sind ja nicht mal mehr Bananen. Hier ist ja gar nichts mehr. Nö. Ich meine, wir könnten uns einfach schlafen legen. Da sind noch Bananen. Sehr schön. Ich weiß aber auch nicht, ob die nachwachsen, ehrlich gesagt. Und zwei Bananen sind natürlich nicht viel. Zum Glück haben wir momentan keine Garagus bei uns in der Nähe. Das wäre ja eine Katastrophe. So, packe drauf.
auch einmal rauf, damit wir zumindest ein bisschen noch haben. Dem, dem, dem. Wir kommen hier sonst nicht weiter. Danke. Ja, und nochmal. So, jetzt Futter. Danke. Dem. Soll ja ordentlich werden hier. Ach, unsere Axt ist kaputt, sehe ich gerade. So ein Kritten. Und der hat Feierabend gemacht, ne? Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen Feierabend machen. Wir legen uns erstmal schlafen. Wie gesagt, Tagesaufgaben so sind mir im Moment gar nicht wichtig. Wir legen uns erstmal pennen. Jo, schlaf, schlaf, schlaf. Ja, ein paar Schmetterlinge, ein paar Steinchen, Erz und so. Mining sind wir gut dabei. Ja, Level 6. Das ist aber auch Level 6. Wunderbar, dafür kriegen wir auch ein bisschen Geld, wie es aussieht, oder? So, den ist nicht mal auf. Raus hier. Es regnet. Ja, soll mir recht sein. Wir haben wieder volle Energie. Irgendwas ist hier, warte mal. Ah. Sein Häuseli ist fertig, wa? Jo. Und der Zeltplatz ist wieder leer. Es ist raining, es ist storming. Ja, ich weiß, dass es regnet. Ja, Commercial Lizenz. Ich weiß, mein Freund. Hier, das ist so ein Laden. Das ist so ein Laden. Denn sieh zu, dass du zur Arbeit gehst, mein Freund. Ich brauche eine Axt. So komme ich da jetzt nicht rein. Hat er noch zu oder was? Wann macht denn der auf? John's Goods. 8 bis 6 Uhr. What? Close Sunday. Und heute ist Sonntag. Ist das sein Ernst? Er hat heute zu. Oh Mann, auf jeden Fall soll der Weg hier so weitergehen. Schlimm. Also ganz schlimm. Das ist okay. Nee, nee, so wird das doch nichts. So wird das doch nichts. Auf jeden Fall muss ich mal kurz was gucken. Wir haben ein paar Grass-Seeds, ne? Die brauchen wir. Wie soll ich denn an eine neue Axt kommen, wenn der Depp zu hat? Machen wir hier erstmal Gras hin. Ne? So. Ich will es hier schon ein bisschen grün haben. Ja, hier geht nicht. Echt nicht? Ja, das kannst du doch nicht machen, Mensch. Das da kommt eh noch weg. Das kannst du nicht machen, mein Freund. Hier kommt eh noch Weg hin, aber den kann ich machen. Oh, man. Wie soll ich jetzt... wie soll ich jetzt an die Axt kommen? Das ist schlimm. Okay, wir brauchen auf jeden Fall weitere Steine. Das steht schon mal fest. Damit wir hier weitermachen können. Axt kommen wir jetzt nicht ran. Wir haben aber noch genug Steine hier bei uns stehen. Hier, das muss ja auch noch weg hier. Damit wir da gerade rüberkommen. Wie gesagt, ich möchte mich halt jetzt erstmal hiermit beschäftigen. Damit wir mal vernünftig weiterkommen. Klar, ich könnte auch einfach Treppe hinbauen. Und den Weg oben weitermachen. Aber das sieht dämlich aus. Weil dann müssten wir hier wieder runter und... Das ist doch Mist, das ist doch... Gut. Anständige Zäune will ich noch haben. Das ist wirklich aussieht wie eine Kleinstadt. Hier ist keine Großstadt, aber eine schöne, gemütliche, ländliche Kleinstadt. Soll es schon aussehen. So, den packen wir da hin. Und ein bisschen breiter muss das Ganze auch, dass der Weg nicht so dicht gequetscht ist an die Kante. Jetzt zieh dich doch mal, Känguru. Keine Zäune für dich. Ich weiß, ich muss seinen Laden noch abbezahlen. Vermutlich kommen vorher auch keine neuen Leute. Aber das hat Zeit. Wie gesagt, wir müssen ja auch mal hier weiterkommen. Sonst wieder nix. Sehr schön. Den, danke. Voll das schöne Gewitterchen. Da steht wieder so ein unsäglicher Baum im Weg. Wir kriegen den Baum nicht weg. Wir haben keine Axt. Und der Depp hat zu. Ach, John, du bist echt... Der hat nicht umsonst den Titel Geldgieriger John weg. Ohne Geld tut der gar nichts. Und am Sonntag auch schon mal. Fauler Sack ist er definitiv.
Guck mal, wir arbeiten auch an einem Sonntag. Wenn ich bloß noch wüsste, wohin mit der ganzen Erde, ne? Auf jeden Fall muss das hier weg. Kann da doch bestimmt auch noch was hinschaufeln, oder? Ach John, ach John. Ja, ja. Wir wissen's, wir wissen's. Du stehst lieber im Regen rum, anstatt in deinem Laden ein bisschen Geld zu machen, ne? Das ist eine Sache, die mag ich auch in der Realität nicht, wenn Geschäfte sonntags zu haben. Ich finde es grausam. Ich wünschte, das wäre wirklich so 7 Tage die Woche geöffnet. Es ist einfach nur furchtbar. Es ist einfach nur... Weil gerade ich vergesse vom Einkaufen sowieso die Hälfte. Wie oft kommt das vor, dass ich sonntags noch irgendwas brauche, weil ich es am Samstag oder so vergessen habe? Ah, ja, 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 holen wir sofort ab. Moment. Gut, 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 wenn das so weitergeht, ist die Schaufel auch gleich verbraucht. Und das hier Blumen? Oder Beeren? Ich glaube Blumen, ne? So, dann holen wir uns gleich auf jeden Fall noch ein paar Steine von Neue Wege. Viel mehr können wir hier ja aktuell gar nicht tun. Aufgrund von Axtmangel. Auf jeden Fall, ungefähr auf diese Höhe müsste ich buddeln. Sehr schön. Wie gesagt, ich krieg die Erde nicht weg, wo die Baumstümpfe und Bäume drin stehen. Die Nummer. Ja, ja, ungefähr auf diese Höhe muss ich, damit es später gut aussieht. So, der kann auf jeden Fall weg. Sehr schön, sehr schön. Kommt doch langsam. So, ich weiß nicht, ob immer auch noch eine anständige Hütte kriege. Ich habe keine Ahnung. Müsste sowieso gleich mal gucken. Ich meine, wir können ja jetzt eh nicht mehr viel machen, außer Steine sammeln. So. Ob Oma noch irgendwie eine Quest hat oder so. Ob wir überhaupt noch eine Quest haben. Place the Shop Deed? Ich glaube ja. Ich glaube, wir müssen gleich mal hin nach Omi. Aber eins nach dem anderen. Erstmal abholen fürs Schaufeln. Sehr schön. Oh, wie gesagt, der Weg soll hier ja weitergehen. Wir kriegen hier bloß das hier nicht weg. Ich will, dass es quasi zu mir hinführt, aber eins nach dem anderen. Jetzt soll ich... Spielzeug ist ja auch gleich kaputt. Das war ein Termitennest. Okay. Ich hab's für einen Stein gehalten. Hier, da kommen wir auch nicht weiter. Hier muss sowieso noch breiter. Die müssen definitiv hier auch weg. Steine brauchen wir eh, dann passt das schon. Hier würden sogar neue Steine kommen. Hier sollen aber keine neuen. Hier sollen definitiv keine neuen. So, rein wir erstmal mit Ömerchen. Ah, zum Glück hat Ömerchen keinen Feierabend. Juhu. Jo, jo. Ja, ich muss es erstmal bezahlen. Natürlich. Okay, ich muss das echt erstmal bezahlen. Vorher kann ich da nichts weitermachen. War irgendwie zu erwarten, ne? Termitennest. So, guck erstmal da oben rein. Die Steine auch erstmal, die 4 Stück. Wir kommen hier aber auch nicht wirklich weiter. Aufgrund von Axtmangel. So, Energie ist auch gleich futsch. Dann werde ich jetzt mal gucken, ob wir ein bisschen Essen finden. Das wäre zumindest sehr, sehr schön. Blumen da bringen uns ja nichts. Wir sind doch bestimmt noch irgendwo. Bäume oder so mit Früchten dran. Irgendwie sowas. Da müssen wir mal ein bisschen googeln. Auf jeden Fall brauchen wir es. Sehen tue ich auch allerdings gerade nichts. Ah, 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 ah. Gut,
Drei Stück ist nicht viel, aber ist besser als nix. Die können wir, glaube ich, köcheln. Aber ja, wir sollen auch Insekten fangen und sowas für die Tagesaufgaben. Weiß ich, da ist noch einer. So, einen vielleicht noch, dann reicht das auch erstmal. Aber wenn man immer nur die Tagesaufgaben nachgeht, dann kommt man ja auch nicht weiter. Und das hält doch schon ziemlich auf. So. Die können wir uns brutzeln und dann reicht das auch. Wir brauchen Energie. Das nützt alles nichts. Ich hoffe, ich komme hier noch rüber. Das kostet ja leider auch Energie. Ja, geht aber. Gut. Ich versuche hier, um an Geld zu kommen, gleich noch mal ein paar Tiere einzufangen. Aber dafür brauchen wir halt Energie, ne? Wir können ja eins nur eins einfangen, weil wir nur eine Falle haben. Geht nicht? Doch. Gerade so. Damit wir ein bisschen Futter kriegen. So viel Zeit muss sein. Oh, geh mal schnell, du. Rauf. Rauf. Sehr schön. Das war schon so ein. Ich weiß zwar nicht, was der bringt. Das Kroko waren ja 9000 noch irgendwas. Aber wir werden es sehen. Ah, der köchelt relativ schnell. Ja. Danke. Danke. So, den noch einmal rauf. Den noch mal rauf. Aber diesem Feuer muss man aufpassen. Man verkuckelt ja immer gleich. So, dann können wir auch gleich was essen. Ah, das bringt nicht viel, aber... So, jetzt sind wir sowieso erstmal voll. Die nehmen wir noch mit. Wir probieren es zumindest, wir probieren es zumindest. Wir brauchen die Falle. Zack. So, wir probieren es. Den, mein Freund, stehen wir auf. Und nehmen unser gutes Speerchen. Nehmen müssen wir eh schwächen, vermute ich mal. Okay, der bleibt leider nicht drin. Den müssen wir in der Tat etwas schwächen. Bitte. Danke. Bitte. Komm, roll, roll, roll. Noch mal. Okay, die Krokos sind da weitaus schlimmer. Na, kommst du denn hoch? Au, er kommt hoch. Ich weiß nicht, ob das schon genug geschwächt ist. Kann man ja mal ausprobieren. Au, du sollst in die Falle rollen, nicht zu mir. Nein, er ist noch nicht gut genug geschwächt. Okay. Er kommt definitiv wieder raus. Ja. So, mein Freund. Bitte. Wie? Der hat wieder voll? Wieso resetten die zwischendurch mal? Aber das mal einer verraten? Das muss man echt mal ohne verraten. Als wenn sie sich in der Falle erholen. Okay. Egal, den kloppen wir jetzt ein bisschen weiter runter. Die Viecher gehen eigentlich. Man muss noch ein bisschen bewegen bleiben. Den geht's. Wenn die nicht mal so weit wegholen würden, ne? Okay. Schon besser. Rolle, Rolle, Reifen, wir wollen solches greifen. Da. So nett. Wir kriegen die sowieso, mein Freund. Komm her. So, ich glaube, das reicht aber auch. Das Ding ist ja fast tot, Mensch. So, mach mal Platz hier. Danke. Jo, sehr schön, sehr schön. Den haben wir drin. Zack. So, Falle kriegen wir am nächsten Tag wieder. Das habe ich ja schon begriffen. Die kriegen wir per Post zugeschickt. Den haben wir da wieder schickes lege Geld drin. Ich weiß nicht, wie viel der bringt. Das werden wir sehen. Aber wir müssen ja irgendwie Geld verdienen. Dann können wir in der Zwischenzeit aber noch ein paar Steinchen sammeln, die wir definitiv brauchen.
Ich meine zumindest so lange, bis unsere Spitzhacke klein beigibt. Das dauert ja nun auch nicht mehr allzu lange. Aber wir brauchen die Steine. Wir brauchen jede Menge für den Weg. Keine Ahnung, wofür die Shiny Stones gut sind, aber gibt Schlimmeres. Die werden wir schon irgendwann gebrauchen für irgendwas. So, gab es sogar noch mal ein bisschen Zins. Sehr schön. So, Spitzhacke geht jetzt eh klein bei. Jupp. Aber immerhin. Immerhin. Ein paar Steinchen haben wir. Wie viel insgesamt? 11. Siehste mal. Dann können wir ein paar Wege mitmachen. Wir haben noch einen Stein. Jetzt haben wir 12. Passt doch. Mehr können wir leider nicht machen. Außer vielleicht ein paar Insekten fangen. Aufgrund von John. Weil er mal zu faul ist, was zu verkaufen. Wo muss man sagen, Insekten sehe ich nicht, aber wertvolle Kacke. Danke. Und noch mehr. Das ist sehr schön. Okay. Ja, gut. Regen sind so gut wie keine Insekten unterwegs, ne? Du brauchst einen Schmetterling, jo. Danke. Jut. Aber mehr sehe ich auch nicht. Na John, faul im Regen rumlaufen? Das haben wir gern, ne? Ist denn das ein Frosch? Soll man da vielleicht so raufhauen? Das würde ich mal sagen, sind bombastische Frösche, du. Aber insektenmäßig ist hier echt tote Hose. Absolute tote Hose. Hier rennt nichts rum. Keine Spinne, kein Schmetterling, kein gar nichts. Nö. Hier ist nichts. Jede Menge Gubbel-Gubbels, ja. Die mir hier alles voll scheißen, wie es aussieht. Oder sind die... Irgendwas hat ja gerade geblinkt. Oder sind die hier gerade wieder aufgetaucht? Ich weiß es nicht. Ich sehe jedenfalls nichts. Da ist ein Schmetterling. Sehr schön. Immerhin 2 und ich glaube, wir brauchen 3 für die Tagesaufgabe. Dann haben wir zumindest die fertig, auch wenn die Schmetterlinge jetzt nicht wirklich viel Geld geben. Oh, ist noch einer. Wunderbar. Haben wir zumindest die fertig, ne? Wunderbar. Gut, wir sind für heute aber auch am Ende. Morgen geht es hier selbstverständlich weiter. Wie gesagt, ich glaube, wir können nicht mehr wirklich viel machen, weil wir halt keine Werkzeuge mehr haben. Aber, na gut, das Einzige, was ich vielleicht versuchen könnte, ist schon mal den Weg weiter. Aber das werden wir sehen, das werden wir sehen. Ein bisschen können wir ja herstellen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.